Pokémon Bloody Platinum. Wir sind immer noch in der mysteriösen Villa. 1, 2 oder 3, die Folge ist nicht vorbei. Wir gehen in die erste Tür und... Oh, scheiße, da gibt's ja noch eine Tür. Fail. Ja. Dann, ein Pokéball, wie gut. Oh, es ist die Fruchttafel. Auf der erhaltenen Tafel ist eine Inschrift graviert. Als das Universum entstand, entstand diese Tafel aus einem Splitter. Wolf verstaut die Furchttafel. Achso, nee, das steht schon. In der Items. Ja, also herzlich willkommen zurück zu Pokémon Bloody Platinum. Ich habe auf R etwas gemacht und zwar habe ich Pelipper abgelegt und Ultrigaria wieder ins Rennen geholt, denn Ultrigaria, ja, ich habe mir gedacht, in der Villa könnten wir eventuell doch mal ein paar ganz coole Pokémon fangen, wie zum Beispiel Nebulak, Apollo, Apollo und nachdem Fangen ja immer etwas schwieriger ist, aber Ultrigaria die Pokémon einschläfern kann und danach alles ziemlich einfach ist, finde ich das ziemlich gut und deswegen habe ich den jetzt mal noch schnell geholt. So, was ist jetzt hier? Abfalleimer, Fernseher. Innen im Fernseher. Da scheint ein Pokémon drin zu sein. Das Pokémon würde anscheinend gerne herauskommen. Am Fernseher wackeln? Ja. Wolf hat im Fernseher gewackelt. What the fuck? Oh mein Gott, ein wildes Rotom erscheint. Was ist das für eine merkwürdige Musik? Warum kein Düdüdüdü? Was ist denn das jetzt hier? Das sieht ja merkwürdig aus. Oh, was machen wir denn da jetzt? Machen wir erstmal einen Whirlpool. Können wir so schön im Strudel fangen erstmal? Das ist ja ein komisches Vieh. Oh ja, das hat recht gut abgezogen. Donnerschock, oh scheiße. Ist das etwa ein Donner-Pokémon hier? Oh, da kommt nochmal der Whirlpool. So, dann machen wir gleich nochmal. Das sieht ganz gut aus. Ja, ey, das sieht besonders aus. Das will ich fangen. Das will ich auf keinen Fall jetzt einfach töten. So, jetzt kommt der Konfusstrahl. What the hell? Okay. Podium wurde verwirrt. Ist mir eigentlich relativ scheißegal. So, perfekt. Jetzt wechseln wir das Pokémon. Jetzt kommt Ultrigaria ins Spiel. So wie mein Plan war. Und bla bla bla. Oh shit, Donnerschock. Ne, müsste ja nicht so effektiv sein auf meinem Pflanzen-Pokémon. Das ist sehr gut. Und jetzt machen wir einfach nur noch Schlafpuder. Scheiße, Doppelteam ist schlecht. Warum musst du jetzt Doppelteam machen? Aber klar, dass es daneben geht. Ich probier's nochmal. Scheiße, ey. So habe ich nie die Chance, dass das mal klappt. Ja, wir riskieren's. Ich will nicht Giftpuder machen, weil wenn ich Giftpuder mache, dann habe ich zwar auch die Chance, weil es geschwächt ist, aber dann stirbt es halt irgendwann. Das ist dumm. Ach komm jetzt. Oh, was ist Aufruhr? Ach du Scheiße. Verdammt. Ich kann bei Aufruhr nicht schlafen. Okay, dann wird es jetzt interessant. Dann setzen wir jetzt mal Wickel ein. Wickel wird es schon nicht töten. Oh oh. Ah. Okay, dann hilft das alles nichts. Wir setzen jetzt den Pokéball ein. Zack. Und? Oh Gott, ja. Rotom wurde gefangen. Wie geil. Schöne Sache. Wie nice. So, jetzt bin ich mal gespannt, was das ist. Ist das ein Blitz? Elektrisches Geist-Pokémon, okay. Es kann mit seinem Körper in elektrische Geräte eindringen und für Chaos sorgen. Witzig. Damit haben wir Rotom. Warum nicht? Der Fernseher wird gruselig. Es scheint einen anzustarren. Aha. Was wir hier alles so finden in der Villa? Was ist mit dem alten Mann, den wir gesehen haben? Hier kann man scheinbar pennen. Huch. Ah, okay. Gute Nacht. Oh ja, ja, ja. Jetzt sind wir wieder da. Muss man mal kurz verschnaufen nach diesem heftigen Rotomkampf hier. Mann, 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 Mann. Oh, und da ist Apollo. Sehr schön. Den will ich auf jeden Fall noch mitnehmen, bevor ich verschwinde. Also quasi wieder aus der Villa rausgehe.
Aber wahrscheinlich mit einem Hubstrahl jetzt töten. Ja. Doof. Egal. Wir gehen in Tür 4. Und da ist auch noch ein Bett. Hä? Habt ihr das auch gesehen? Das kleine Kind da drüben? Warum ist es rausgerannt? Ich konnte mich im Übrigen in den ersten Sekunden nicht bewegen. Da war ein Pokéball. Da war ein kleines Kind. Das ist ein sehr mysteriöses Gebot. Zuerst der Opa, jetzt das Kind. Hilfe! Wo bist du hin? Hast du dich jetzt auch in Luft aufgelöst wie der Opa? Yeah, Delegator. Oder Delagator? Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Delegator. Der Angreifer erschafft aus ein paar eigenen KP einen Klon, der als Ablenkung dient. Okay, das klingt eigentlich ziemlich geil. So, hier ist schon mal nichts mehr. Das heißt, wir können hier wieder rausgehen. Jetzt haben wir hier noch die Wahl links oder rechts. Wir gehen erstmal nach rechts. Und hier gibt es aber auch nicht mehr als Nebulax und Alpollos. Ne? Das ist schon ziemlich schwach. Dann machen wir jetzt mal Schnabel. Ja, das war... Oh, geil, es hat's überlebt. Das gibt's ja nicht. Ah, oh, mal wieder perfekt. Wir haben so ein göttliches Glück. Das ist ja der Wahnsinn. So, Pokéball. Und dann holen wir uns erstmal selbst Nebulak. Zack. 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 Meins. Sehr schön. Nebulak wurde gefangen. Oh, schon wieder 2 Pokémon pro Folge. Das ist super. Gucken wir gleich mal. Eingehüllt in seinem gasförmigen Gift. Was? Eingehüllt in seinem gasförmigen Gift enthaltene Körper würde jeder in Unmacht fallen. Okay. Nebulak. Nein, kein Giftdrüse wäre ein guter Spitzname für dich, aber naja. So, hier ist schon mal nichts, obwohl vielleicht hier Abfall etwas leer. Was ist da hinten? Ah, ein Gegner. Scheiße. Das ist natürlich Nebulak. Da du jetzt aber so ein schönes Pokebällchen neben unter deinem Namen hast, bist du für mich ungefähr so uninteressant wie ein Stück Toastbrot. Ah, ein altes Notizbuch. Darin ist etwas reingekritzelt. Wundlich Äste mit Mod gest. Die restlichen Seiten des Notizbuchs sind leer. What the fuck? Sagt mir jetzt mal gar nichts. Wir haben noch die linke Seite. Verdammt. Och, wie der Nebulak. Jetzt hätte es auch ruhig mal hier Alpollo sein können. Dann wäre das besser gewesen. Ich werde den Nebulak nicht trainieren, bis es sich zu einem Alpollo entwickelt. So, Spezialität. Okay, was ist Spezialität? Das gucken wir doch gleich mal nach hier. Oh. Ach, sieh an, das hat eine richtige Aufgabe. Die Steintafel versteckt die Typen vom Typ Unlicht. Was ist aber dann... Hä? Wo ist das Item? Hä? Ach, sieh an, wir haben Blitz schon? Ach, dann hätten wir in die Höhle ja doch schon gehen können. Ein flackerndes Licht reduziert die Genauigkeit des Gegners. Ach, das ist gar keine VM mehr. Das ist jetzt eine TM. Kann das wer erlernen von uns? Den Karl Ultrigaria. Sau cool, ey, das ist gut, weil dann können wir nämlich in die Höhle doch noch rein, bevor wir in die nächste Stadt gehen. Deswegen weiß ich jetzt aber immer noch nicht, was Spezialität ist. Ach, hier. Sie behebt alle Statusprobleme eines Pokémons. Das ist ja cool. So, sind hier wieder Notizen? Nein. 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 What the fuck? Das kann es jetzt wohl auch nicht sein. Da ist ein alter Opa. Da ist ein kleines Kind. Und sonst eine merkwürdige Notiz und sonst gar nichts. Das kann es jetzt irgendwie auch nicht sein, oder? Der Pokémon-Freund, Pokémon-Handbuch, geliebte Pokémon, aha, nicht interessant. Ich gehe mal ganz kurz raus, ob hier vielleicht vor der Tür noch irgendwas ist. Nee, also hier ist nix. Da drüben ist irgendwie was komisch. Warum fehlt da ein Stück Zaun?
Quadribi. Ich bin ein bisschen schockiert jetzt hier von dieser Folge. Oh, das ist sehr effektiv. Scheiße. Sorry. Na, ich dachte natürlich, das könnten wir auch noch fahren. Aber hier, warum ist hier, fehlt hier ein Stück Zaun? Das ist verdächtig. Ach, ein Burmi. So, Burmi ist bestimmt auch dagegen. Ach, ach, Schutzschild, komm schon. Ja, das war klar und jetzt macht es das nochmal. Nein, jetzt kommt Lake. Es ist so effektiv, dass es stirbt. Ja. Okay. Völlig egal. Wir gehen nochmal in die Villa rein. Das kann es doch jetzt nicht gewesen sein, oder? Ich will nochmal die Notiz lesen. Was könnte da stehen? Etwas Wunderliches ist mit einem Motten, was? Mit einem Motor geschehen? Okay, hä? Etwas Wunderliches ist auf jeden Fall geschehen. Aber was? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich gehe jetzt nochmal in den Gang unten rein, wo wir den Opa gesehen haben. Ob da jetzt vielleicht das kleine Kind hingerannt ist? Alte Villa. Ah, wenn die ganzen blöden Pokémon-Kämpfe halt nicht immer werden. Aber wenigstens Alpollo. Sehr gut. Ich würde sagen, nachdem Schnabel Nebulak schon nicht getötet hat, wird das Alpollo sowieso nicht umbringen. Oh. Oh. Oh Scheiße, nicht gut Fußstrahl. Nein, das ist nicht gut. Wir riskieren trotzdem einen Whirlpool. Komm, 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 geh durch. Yes. Nein. Damn it. So, jetzt kommt erst wieder so ein Tiefschlag. Das ist echt unfair. Das ist nicht nett. So, jetzt verletze ich mich bestimmt selbst. Nein. Whirlpool geht durch. Nice. Boah, war das knapp. Und stirbt es? Nein. Oh, perfekt. Perfekt. Es muss jetzt sofort gefangen werden, weil sonst wird Whirlpool es nämlich töten. Also, los, Pokéball. Und yes. Yes. Alpollo gefangen. Sehr gut. Dann der nächste Eintrag im Pokédex. Lauert in der Dunkelheit. Die Berührung seiner gasförmigen Hand erzeugt endlose Schaudern. Ja, die Hand des Grauens wäre jetzt ein schöner Spitzname für dich gewesen, aber dem sei nicht so. Okay, hier ist wieder nichts. Och man, auf Schritt und Tritt, ey. Ich setze echt gleich Schutz ein, damit wir jetzt hier mal kurz Ruhe haben und wir uns umgucken können. Das ist ja wirklich lästig. So, Flucht. Das mache ich jetzt tatsächlich mal. Das kostet ja auch nur 500 oder so. Das können wir jetzt schon mal ein bisschen verbraten. Hier, 100 Schritte lang. So. Damit wir jetzt wenigstens mal ganz kurz für den Rest der Folge gucken können. Mann, hier ist auch nichts. Hier sind auch nur Betten. Das gibt's doch nicht. Was ist hier? Ich bin denn anzustarren. Sonst sehe ich aber hier auch keine geheimen Wege mehr oder so. Wo sind die hingegangen? Oh toll, Schutz wirkt nicht mehr. Das waren 100 Schritte. Ach du Scheiße. Okay, also hier ist auch keiner. Der Fernseher starrt einen immer noch an. Magagra. Ja. Flucht. So, ne, ich komme irgendwie jetzt gerade hier nicht hinter das Geheimnis der alten Villa. Wir werden sie vielleicht demnächst nochmal besuchen irgendwann. Oder es ist mal wieder so, dass mir irgendeiner von euch das verrät. Ich bin mir immer noch nicht so ganz davon überzeugt, ob ich das gut finden soll oder nicht, was ihr da macht. Denn eigentlich wollen wir ja in diesem Let's Play alles selbst rausfinden.
Aber natürlich kann es halt auch von Nutzen sein, indem wir uns dann Zeit sparen. Naja, ihr werdet schon selbst wissen, was ihr tut und was ihr mir sagen wollt und was nicht. Ja, das war die Villa, das war's für diese Folge. Ich bin scheiße müde und gehe jetzt ins Bett, denn ich musste ziemlich spät diese Aufnahme aufnehmen wegen Rotom. Ja, das ist so. Deswegen sage ich jetzt erstmal gute Nacht oder guten Morgen, wie auch immer, und bis zum nächsten Mal.